Sie alle hier zur Baumpflanzung. Sie wissen, heute Nacht ist ein wichtiges Ereignis. 45 Jahre nach Kriegsende wird heute Start 24 Uhr. Die Bundesrepublik Deutschland wird bei diesem Erd vereinigt. Und Bürgermeister Lewis wird nachher kurz vor der Eröffnung der Sitzung einige Worte zu dem Thema sagen, sodass es mir auch liegt, hier etwas zu sagen. Wir haben uns auch entschlossen, einen Baum zu pflanzen, der hoffentlich gut anwächst, lange leben wird, und er soll an diesem denkwürdigen Tag, der 3. Oktober, der morgen ist, erinnern. Und wir haben uns auch, eindeutig für eine schöne Linde entschieden, denn ich habe mal nachgelesen, deutsche Eichen wurden zu vielen Zeiten gepflanzt, auch zu weniger schönen Zeiten, und sie haben dann lange überlegt. Eine Linde ist ein lieblicher Baum. Ich hoffe, dass er lange leben wird, schön blühen wird, auch eine Zierde des Rathauses sein wird. Und deshalb bitte ich jetzt Herrn Bürgermeister Mewis und die anderen, die auch wollen, zur Schaufel zu greifen, um symbolisch den Baum zu pflanzen. Die Baumitarbeiter und Linse haben schon kräftig vorgearbeitet. Und wir haben einen Bürger, den Herrn Diska, mit Vornamen Heinrich Diska, der möchte ein kurzes Gedicht aus diesem Anlass vortragen. Aber jedenfalls steht fest, dass das der erste Baum ist. Ich habe ihn als Frage der Gemeinde Pflanze. Ich habe natürlich auch den Baum. Herzlichen Dank daran, dass Sie das enorme Vorarbeit geleistet haben. Ich bin davon ausgegangen, dass ich heute Abend die Frau Metterleiter bin. Aber ich mache das jetzt. Aber jetzt bitte schön fotografieren. Abgemacht. Mit dem man da, so? Ja, das ist richtig. Ja? Die Flasche schließt. Ja. Noch eben. Die Fraktionsvorsitzenden sollten sich auch noch mal die Stimme reinbringen. Mögest du, Linde, in alle vier Winde künden von der Einheit unserer Nation zum Wohle aller in der europäischen Region. Sehr gut. Danke. Willkommen heißen und begrüßen. Wir haben eben einen Lindenbaum hier vor dem Rathaus symbolisch gepflanzt. Wir haben einen fantastisch guten Spruch eines Mitbürgers miterleben können. Ich will unterstellen und will hoffen und drücke die ausdrückliche Bitte aus, dass das, was hier gesagt worden ist von Ihnen,
auch in der Presse so sofort abgerundet. Ich finde das eine gute Geste und deshalb ist sie auch so positiv angegangen. Wir haben aus Anlass des neuen Vereinigungstages gemeint, weil diejenigen, die für die Ausfertigung der Einladungen und für die Abfassung der Programmfolge, in Anführungsstrichen der Tagesordnungsfolge, zuständig sind, der Gemeinschaft der Mandela. Und ich, wir haben gemeint, dass wir vor der Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, also unmittelbar nach der Eröffnung der Sitzung, doch einige Worte zum morgigen Tag zu diesem hervorragenden Ereignis sagen sollten. Gestatten Sie mir bitte, dass ich dies nicht aus dem Stegreif tue, sondern dass ich für es nicht allzu lang dieser Artikel hier, aber Sie gestatten mir, dass ich ihn mehr oder weniger zitiere. Wenn die Presse es wünscht, sind wir natürlich auch gerne bereit, den Pressevertretern Auswertungen davon an die Hand zu geben. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, der 3. Oktober 90 wird als bedeutendes Datum in die Geschichte Deutschlands und hoffentlich auch Europas eingehen. Durch die Vereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik wird ein unnatürlicher Zustand beendet, der seinen letzten Ursprung in den Verbrechen des Naziregimes hatte. Im Mai 1945 hatte das Deutsche Reich mit der Kapitulation aufgehört zu bestehen. Die Nachkriegsjahre mit ihren wirtschaftlichen und politischen Problemen hatten auch zur Folge, dass die Menschen in den vier Besatzungszonen und in den Teilen Deutschlands, die unter ausländischer Verwaltung gestellt waren, sich auseinanderlegten. Diese Entwicklung führte im Herbst 1949 bekanntlich zur Bildung der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Gebiete der sowjetischen Besatzungszone und der Bundesrepublik Deutschland, die zuerst die Besatzungszonen der drei Westalliierten umfasste und dann um das Saarland erweitert worden ist. Diejenigen, die also seine Zeit 1949 schon lebten, werden dies aus eigener Anschauung mitbekommen. Trauriger Höhepunkt dieser Entwicklung war bekanntlich der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1963. Mein, bitte? 61, das ist ein Fehler, ein Schreibfehler, ich korrigiere mich, 61 ist genau richtig. Meilensteine auf dem Weg zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 waren die blutig niedergeschlagene Revolution am 17. Juni 1953 und die friedliche Revolution vom 9. November 1989. Wichtige Voraussetzungen, meine Damen und Herren, zur deutschen Wiedervereinigung waren der Abbau der Vorbehalte unserer Nachbarstaaten, welche aus den bitteren Erfahrungen der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts verständlich waren. Hierzu haben insbesondere der Bundeskanzler Konrad Adenauer im Verhältnis zu Frankreich und der Bundeskanzler Willy Brandt im Verhältnis zu Polen und den anderen osteuropäischen Staaten hervorragendes beigetragen. Die Arbeit dieser beiden Politiker ermöglichte unseren Nachbarn die uneingeschränkte Zustimmung zu der deutschen Wiedervereinigung. Und abweichend von meinem Manuskript darf ich auch ein besonderes Lob an den Außenminister Genscher in der Frage der Wiedervereinigung hier besonders Lob richten. Die Wiedervereinigung fällt in die Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Sie wird aber über Parteigrenzen hinaus von fast allen demokratischen Kräften zwischen Aachen und Görlitz in zustimmender Freude begrüßt. Der 3. Oktober, meine Damen und Herren, 1990 ist nicht nur ein Abschluss, sondern gleichzeitig ein Neubeginn in der deutschen Geschichte. Die Freude über die wiedergewonnene Einheit darf nicht darüber hinwegtäuschen, das sollte auch gesagt werden, dass wir die Verpflichtung haben, unseren Wohlstand nun mit allen Einwohnern der erwarteten Bundesrepublik zu teilen und die zukünftigen Bundesländern zwischen Elbe und oder den Weg in eine wirtschaftliche, gesicherte Demokratie zu erleichtern. Auch sollte eine Aussage nicht verschwiegen werden, die ich jetzt mache. In die Freude mischt sich die Trauer über die Gebiete, welche bis 1945 zum Deutschen Reich gehörten
und jetzt Bestandteil der Republik Polen und der UdSSR sind, und an die in der Gemeinde Norwich Straßennamen wie Breslauer Straße, Eugener Straße, Tilditer Straße erinnern. Hier wird von einem Teil unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ein zusätzliches Opfer verlangt, um die Wiedervereinigung zu ermöglichen. Ich hoffe und wünsche, dass die neue Bundesrepublik Deutschland dazu beiträgt, dass der Prozess der Einigung Europas zügig voranschreitet und so die Grenzen, bezogen auf das, was ich eben gesagt habe, und so die Grenzen auf dem Wege nach Schlesien oder Ostpreußen ihre trennende Bedeutung verlieren. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir haben eben die Noten und den Text einer bestimmten Strophe des Deutschlandliedes über euch bekommen. Wir haben einen hervorragenden Sänger hier unter uns und ich darf auch wohl den Heinz Weber, der wohl der beste Sänger hier in dieser Gemeinschaft ist, bitten, anzustimmen, Heinz, dieses Lied, nicht wahr, wie heißt es noch, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, es ist ja durchaus möglich, dass man einen anderen Text aussuchen könnte. Ich muss aber darauf Bezug nehmen. Heinz, du hast also jetzt die Ehre und die Würde, mit anzustimmen. Bitte schön. Meine Damen und Herren, das Lied ist sehr hoch geschrieben. Das Lied ist hier hochgesetzt. Wir werden es deshalb zwei Minuten tiefer anstimmen, damit auch alle in den höchsten Ton einstimmen können. Für den Ton an. Zwei, drei.